Willkommen auf meinem Spielplatz, es ist an der Zeit für Small Feather Games und die Knarre liegt bereit. Ob bei Call of Duty oder Battlefield, ich kenne keinen anderen, der hier noch viel krasser spielt. Also los, Diabos, hebt ihr Daumen, ihr könnt euren Augen trauen. Dieser Let's Player versetzt alle einfach in Staunen. Das ist der Halo-Effekt, du findest alles Gute hier. Und am Ende des Tages merkst du, er ist hier das Alpha-Tier. Und damit herzlich willkommen an alle Chicos und Chicas. Wir spielen Guild Wars 2. Mit Dings und Duras. Es musste jetzt sein. Es musste jetzt einfach sein. Okay, ja, Guild Wars 2 mit Elijah. Und hier haben wir die Nyrath, mit der haben wir gestern ein bisschen... Cosplay, wollte ich schon sagen, ein bisschen Dingens gemacht, Streaming, wurde ganz gerne gesehen anscheinend, weil ich jetzt ein bisschen öfters mache, ich muss sowieso generell mal wieder ein bisschen öfter streamen. Achso, die Auflösung des Gewinnspiels, was ich gemacht habe, kann ich nicht auflösen, weil keiner mitgemacht hat. Darum verlinke ich hier, wenn ich dran denke, nochmal ein Video mittendrin, vielleicht der Xandura auch, wenn er so nett ist. Und da könnt ihr zum Gewinnspiel kommen. Pipapo, schnell Ansage. Blizzard Gewinnspiel. Diablo 3 Mega Special Edition. World of Warcraft mittlere Special Edition. Und Warcraft? Ja, Warcraft, ganz normal. Ihr müsst in diesem Video alle Pokémon suchen und dessen Anfangsbuchstaben ergeben ein Lösungswort. Nein, es ist nicht in der richtigen Reihenfolge. Es ist halt eine unterschiedliche Reihenfolge und ihr müsst das halt zusammenklauben. Einfach, jetzt muss ich natürlich ein neues Datum raushauen, deswegen sage ich jetzt einfach mal bis zum 15.08. Verlängere ich das jetzt Ganze. Einfach an mich eine persönliche Nachricht schreiben auf YouTube oder halt bei Facebook eine Nachricht schreiben. Und schon nimmt ihr am Gewinnspiel mit teil und es gibt halt Platz 1, Platz 2, Platz 3. Und ich werde erst dann auflösen, wenn mindestens 3 Leute mitgemacht haben, um halt dann halt ja dieses Gewinnspiel vernünftig auflösen zu können. Spielen jetzt! Schatz, Zitadelle sind wir. Ich weiß gar nicht, was wir machen in der schwarzen Zitadelle. Ach ja, die scheiß Dinger noch suchen. Scheiße. Okay. Ich weiß gar nicht. Diese zwei Zeile dann. Ja, ich weiß gar nicht, was habe ich denn zuletzt in der Zitadelle gemacht? Oder? Weiß ich ja auch nicht. Habe ich Sachen verkauft, ne? Oder sowas. Sachen oder The Bank habe ich mich drum gekümmert. Ich weiß es nicht so ganz. Und ja, ich habe wieder so viele XP-Boost und Foliant des Wissens gedönse Sachen, dass ich keine Ahnung habe, wo ich damit hin soll. Ihr könnt es ja mal gerne in die Kommentare schroten, ob ich es halt bei Elijah nutzen darf, soll oder ob ich es sein lassen soll. Weil er wird auch irgendwann Foliant des Wissens noch haben und er hat nur diesen einen Account, soweit ich jetzt weiß, bei Guild Wars, mit dem er aktiv spielt. Und also der Xandura. Und damit ich halt nicht zu krass nach vorne presche oder halt er sagt, okay, er nutzt es auch dann für diesen Account, dass wir halt ungefähr immer so auf dem gleichen Niveau sind. Ja, könnt ihr halt mal in die Kommentare schroten, ob wir Foliant des Wissens und XP Booster nehmen sollen. Also jetzt sprich hier diese kurzzeitig was abgeben, so wie in der letzten Folge, wo wir in diesem Geisterdorf waren, oder dieses Dorf waren, wo es von Geistern angegriffen wurde. Da habe ich auch gedacht, ich krieg prozentual mehr XPs, aber ich habe einfach nur ein paar XPs einfach so drauf touch bekommen. Ja, genug gelabert. Ich bin anscheinend auf dem Weg zu einer Geschichte. Ach, wir machen Geschichte, machen wir weiter, siehst du? Da war ja noch was. Wir machen Geschichte weiter. Ich weiß gar nicht, wo ist denn Xandura überhaupt? Ich bin in der Mitte ganz rechts. Also vom ersten Lied. Warte mal kurz. Scheiße, ich kann dich jetzt nicht in eine Gruppe einladen, weil ich nämlich nicht auf mein Dingens hier oben komme, auf meinen Freund Dingens komme. Deswegen musst du mich mal in eine Gruppe einladen. Ich muss das mal woanders hinstecken, glaube ich, nämlich. Ja, aber Wolf, fang jetzt nicht an! Die ganze Zeit hat sie die Klappe gehalten! Wusste das. Ich verstehe es nicht. Aber das ist immer noch eine Frau. Ja. Aber das Slay kannst du vielleicht gleich beruhigen, indem er einfach mal Fritz etwas zu fressen gibt, weil ich habe die Schnauze voll. Für wen? Hä? Ja, gleich. Ja, erst wenn sie anfängt richtig rumzumiauen.
Weil jedes Mal, wenn ich die Aufnahme starte, fängt sie an rumzujammern, wie blöd. Ist das Schicksal? Schicksal! Das machst du absichtlich. Ja. Die hasst dich einfach. Und das beruht auf Gegenseitigkeit. Du hast deine Katze? Ich habe eine Katze, ja. Ja, du hast deine Katze, oder wie? Ich habe meine Katze, ja. Sag mal, hast du Kinder? Ja, ich hasse Kinder. Ach, du hast sie doch nicht mal alle. Doch, ich hasse sie alle. Okay, kann ich schon mal die Instanz einfach betreten, oder wie sieht's aus? Was für eine Instanz? Ja, hier die Geschichte, die Instanz. Wo ist die überhaupt? Hier in der Schwarzen Zitadelle. Und das ist meine nächste, ja. Ach, du bist noch gar nicht Level 20, oder was? Nein, ich level ja nicht. Boah, wie lange brauchst du noch bis Level 20? Oh mein Gott, wie sieht die denn aus? Geil. Die läuft bei dir. Also die Haare sehen scheiße aus, der Rest, Lass doch die Braun unter den Rock zu gucken. Ich guck ja nicht mal unterm Rock, ich guck durch den Rock. Ja, ist viel cooler. Hey. Außerdem kannst du den Rock gar nicht sehen, weil unten drunter auch komplett verdeckt ist. Das ist aber sehr, sehr, sehr freizügig, Holde Maid. Wollen Sie mich vielleicht verführen? Ich bin aber auch ein Weibchen. Ich meine, ich bin auch ein Weibchen! So, wie viel brauchst du denn noch bis zum nächsten Level? Immer noch fast ein ganzes Level. Oh, weißt du was, Arschlecken, ey? Nein, ich passe. Fick dich. Hart. Warte mal, mach jetzt mal gar nichts. Das kannst du ja ganz gut. Oh, gedisst! Gedisst. So, dann schuldest du mir aber was, das glaubst du aber. Ich hab in dem Event drin. Jawoll! Jawoll! Wer ist auch Bogenschütze? Du bist kein Bogenschütze. Um was hätten wir? Wie kann ich das denn jetzt aufteilen? Nachricht senden, Gegenstand. Hä? Wieso kann ich dir nichts schicken? Das braucht noch circa ein halbes Level. Das kostet dich ein halbes Level, was? Nein, ich brauche jetzt nur noch ein halbes Level. Ich wollte gerade ein Dingens zusenden. Variant des Wissens wollte ich gerade zusenden. Ich glaube, die sind nicht handelbar. Ah, ist ein Account gebundene Scheißdinger. Okay, gut, dann kann ich dir doch leider nicht helfen. Das war mir klar. Da kommt der Report auch noch. Alter. Zähne gebunden, kann man nicht verkaufen. Tja, oh, ich habe schon einiges zusammengesammelt. Das können wir mal gerade hier gucken. Wie viel. Alter, ich habe ja das ja. Edle Handwerksmaterialien habe ich ja fast voll, Alter. Ja, mit Nyra Hexdämon bin ich schon ein bisschen weiter. Ich habe jetzt sogar den Sinn hinter den neuen Fähigkeiten-Dinger entdeckt. Jetzt verstehe ich das Ganze. Und zwar, muss ich mal kurz gucken, ob ich das jetzt alles wieder zusammenfinde. Hat man hier diese Kernfähigkeiten und die Kernspezialisierungen. Und, muss ich mal kurz gucken, wo war das? Nein. Bild, genau. Du hast dann halt hier diese Spezialisierungen. Bei Stufe 21 zum Beispiel, also gehst du halt auf Helden, gehst auf Bild, dann hast du ja, dann stehen da die Spezialisierungen und die Kernfähigkeiten, also sprich hier die Kernspezialisierungen, die beziehen sich darauf, also sprich, du hast dann hier an diesen drei Varianten, kannst du dir einbauen und ab Stufe 21 erhältst du den ersten Platz dafür. Und dann kannst du darauf halt die Kernspezialisierungen aufbauen und pipapo.
Habe ich auch erst später bemerkt, als ich herausgefunden habe, dass ich jetzt einen zweiten oder dritten Platz freigeschaltet habe. Ja, einen zweiten Platz freigeschaltet habe. Seitdem wusste ich halt, dass jetzt das so funktioniert. Die Kernspezialisierungen sind hier drauf bezogen und die normalen Kernfähigkeiten sind auf diese Leiste hier oben bezogen, also auf diese Dinger, die du halt verteilen kannst auf 6, 7, 8, 9 und 10, auf 0. Das sind die Kernspezialisierungen und die Kernfähigkeiten kannst du halt jetzt noch nicht nutzen, sondern erst wenn du Level 21, dann kannst du die erste Kernfähigkeit. Dann musst du entscheiden, welche von den ganzen, die du da zur Verfügung hast, du da einbaust. Und die kannst du auch nochmal unterschiedlich dann verwenden. Das kann ich ja, wenn ich Level 21 demnächst mal bin, mal zeigen. Alles andere, so viel habe ich noch gar nicht, ne? Nee. Gut. Okay. Ja, Alexandura braucht noch ein bisschen. Ja. Ich kann ja dabei nochmal gucken, ob ich jetzt endlich mal zu den letzten Sehenswürdigkeiten und zu den letzten Gedönse-Dinger komme. Das heißt, ich werde jetzt erstmal kurz zu den Ruinen fliegen, fahren, teleportieren. Jetzt haben wir's. Und na, scheiße, da hoch muss ich jetzt noch. Ich hasse diesen Weg. Immer wenn ich aufnehme. Oh, ich bin ja so zurzeit am Monster Hunter 4 Ultimate am suchten. Das ist mal ohne Witz, Leute. Das ist das geilste Game der Welt. Ich habe jetzt ein Nintendo 3DS gekauft. Mit Monster Hunter 4 zusammen. Und es macht so Fun irgendwie. Ja, ist auch Monster Hunter. Weil ich habe ja Dark Souls gerne gespielt und es war halt ein bisschen schwieriger und dann habe ich mir gesagt, okay, das soll auch noch mal ein bisschen schwieriger eigentlich an sich sein. Weil es halt dort nicht die beste Rüstung oder die beste Waffe gibt und so ein Gedönse. Und ja. Dann spielst du auch Monster Hunter 4 oder was? Ja. Auf? Weil es. Sehr schön! Hast du auch mit Internet wahrscheinlich. Ja. Sehr schön! Dann ich kann. Ach, ich muss ja auch dahin, ich Idiot. Ich versuche die ganze Zeit hier einen Turm hochzugehen, wo ich überhaupt nicht hoch muss. Ich bin Monster Hunter seit dem ersten Teil. Nice. Dann können wir uns ja mal zusammen gegenseitig da mal finden und dann mal zusammen zocken und so. Ja, kann man machen. Kann man machen. Diese Begeisterung hat. Hört ihr das, Leute? Mit sowas muss ich immer kämpfen, mit so einer Begeisterung. Auch jedes Mal, wenn ich. Alles gut bei euch! So eine Drehung, ja. Jedes Mal, wenn ihr auch aufnehmen wollen, sowas. Oh, ich hab keinen Bock. Ich so, du musst. Deine Abonnenten verlangen es. Kannst du mal sehen, wie ich. Ich kümmere mich um euch, Abonnenten von Zandora. Ich kümmere mich sogar um euch. Ja, ich hab mir ja nur gesagt, dass ich mich nur um die Abonnenten kümmere. Dass ich mich um meine Katzen kümmere, habe ich nie behauptet. Ja, eine Katze. Spaß! Spaß! Oh, ich komme relativ gut hoch. Bück dich hoch! Bück dich hoch! Bück dich hoch! Was hast du denn da? Ich muss da hoch! Ich mach das hier nicht aus Spaß! Geht's um die Wurst! Oder um den Aussichtspunkt! Eierstätte! Was? Eierstätte? Eierstöcke! Jetzt stirbst du! Ich hab Eierstöcke, glaube ich zumindest. Haben Chars Eierstöcke? Aber wie müssen sie sich doch fortpflanzen? Ich glaube nicht, dass die Eier legen. Durch Mitose vielleicht. Ja, selbst wenn sie. Wenn sie Eier legen, haben sie keine Eierstöcke oder was? Dann haben sie trotzdem Eierstöcke oder nicht? Oh, wir haben Sonnenfinsternis. Ich glaube nicht. Was ist das denn für ein schwarzer Punkt? Kann ja auch sein, dass sie das machen wie einige Fischarten, dass die Weibchen erst die Eier ausscheiden und die Männchen dann die ausgeschiedenen Eier befruchten. Was auch wesentlich angenehmer für die wäre, war, wenn die schon von klein auf solche Hörner haben und du sie rauspressen musst. Aua! Aua! Da würde ich mir echt dreimal überlegen, ob ich mich paaren will. Sag mal eigentlich bei den Paaren, weil die sagen ja auch nicht Vater, sondern Erzeuger. Deswegen frage ich mich, ob sie das Paaren nennen und nennen sich auch selber Weibchen und Männchen. Also die sehen sich selber als Tier irgendwie. Getan, dass Tiere sind. Und sich dessen bewusst. Die Menschen sind auch Tiere.
Ja, aber viele Menschen sind nicht dessen bewusst, dass sie. Das ist wahr. Da touché, also kann ich nichts gegen sagen. Und ich habe mit. Ich sagen, wie lange wir aufnehmen. Ich habe keine Ahnung. Ja, wir sind bei 15 Minuten. Okay. Ach stimmt, du hast ja die tolle Anzeige. Ja, na, die ist mir voll im Weg. Seid ihr ausgestellt bei mir? Ah, ich hab meinen zweiten Bildschirm nicht an. So, da ist der nächste Aussichtspunkt. Da haben wir die letzten beiden Aussichtspunkte schon mal. Dann sind wir fast fertig mit der schwarzen Stelle. Aber ich bin zu blöd zu klettern. Ich bin eine fucking Katze, ich bin nicht zu blöd zu klettern. Aber warum bist du ja gerade voll über den Stein gesprungen? Weil ich lustig dazu bin vielleicht. Boah, darfst du es weg oder was? Shaky Kamera. Selbst die Katze bei Monster Hunter 4 kann solche Dinger hochklettern. Du bist ein verfickter Char. Du kommst diese scheiß Bergwände nicht hoch. Ja, der klettert einfach mal schräg nach oben, weißt du? Und ich schaff's nicht mal hier so ein schräges Ding, so ein halbschräges Ding mal hochzuklettern. So, ansehen. Letzter Aussichtspunkt. Bam! Hey, sexy lady! Nicht du, Perwoll. Deswegen meckert sie auch immer rum. Ist er? Ja, der war jetzt bei mir meinem besten Kumpel, also den, wie heißt er nochmal auf, in Zockersprache, wie hatten wir das im Moment? Ja, hier, du meinst den Dings. Naja, wie heißt er nochmal, in Zockermäßig? Nitro irgendwas, glaube ich. Dissenter Nitron. Genau, Dissenter Nitron. Ihr kennt ihn, mit dem habe ich Let's Play Real Life Hunderennen gemacht. Auch wenn der eine Arbeit ist und ich komme so zu seiner Arbeitsstätte weit rein und dann sage ich, ey, ich habe ein Problem, muss mir helfen. Dann schreit er durch den ganzen Laden. Jedes Mal kommst du nur, wenn du Hilfe brauchst. Früher hast du dich noch um mich gekümmert. Das hast du mir noch Blumen mitgebracht. Und ich dachte mir so, okay, das Spiel spiele ich mit. Du hast dich damit auch hübsch gemacht für mich. Heute sieh doch mal an. Du lässt dich so gehen. So, das kannst du echt nur mit deinem besten Kumpel machen, Alter. Aber durch den ganzen Laden, die Kunden haben geguckt und der Chef hat gesagt, so ein Zimmer, ihr zwei. Normal. Ich find's cool. Da weißt du wenigstens, dass es ein vernünftiger Chef ist, der auch mal so einen Spaß dann mitmacht und sowas. Okay. Okay. So. So. Wie komme ich denn jetzt zu diesen scheiß Sehenswürdigkeiten? God damn it! Flieg! Flieg mit dem Wind, lass es geschehen. Ich warte hier auf dich. Gedanken sind frei, frei wie der Wind. Sie führen dich ans Ziel. Gegen den Strom mit dem Kopf durch die Wand. Schaffst du es sicher nicht? Flieg mit dem Wind. Huch, wo bin ich jetzt hier angekommen? An der Arbeit werde ich mal gezwungen zu singen. Dabei kann ich gar nicht singen. Ups, falscher Teleporter. Da legst du dich so ein, dass du es nicht kannst. Ja, ich gehe auch nicht zu DSDS. Also von daher. Wo ich da hin müsste, ich habe eine Wette verloren. So, die scheiß letzten zwei Aussichtspunktsgedönsen Dreck. Nee, Aussichtspunkt, Sehenswürdigkeitspunktsgedönse Dinger. In der Stadt? Ja, in der schwarzen Zitadelle. Ich habe die letzten beiden Aussichtspunkte. Da habe ich. Es fehlen mir immer noch diese scheiß Sehenswürdigkeiten. Nein, es ist immer noch ein Aussichtspunkt noch nicht. Oh, fuck. Fuck this Dreck. Das heißt, ich werde jetzt hier erstmal den letzten Aussichtspunkt holen. Und wenn ich das wenigstens habe, dann muss ich immer noch die Sehenswürdigkeiten suchen. Whee! Au.
Ey, bei diesen 15% mehr XP merke ich nichts. Wir haben ja schon 20 Minuten rum. Wir haben wieder nichts geschafft, Alter. Du, ich hab was geschafft. Ja, ich habe zwei Aussichtspunkte gefunden. Ich suche jetzt den letzten auf. Hi, Verschlinge. Habe ich überhaupt mal ein paar Fertigkeitspunkte, die ich jetzt mal so benutzen könnte? Wie viel habe ich denn? 12? Ja, okay, ich könnte ein bisschen was machen. Ich werde sowieso jetzt gleich dann was freischalten, Kernspezialisierung, deswegen kann ich ja schon mal eins... Ach, kann ich noch gar nicht trainieren, siehst du? Okay, gut, dann ist ja egal. Sonnengeist, ruft einen Sonnengeist herbei, der nahe verbündet eine Chance gibt, Brennen zu verursachen. Geil. Ruft einen Steingeist herbei, der nahe verbündet eine Chance gegen gibt, Schutz zu erhalten. Perwoll! Mann! Frostgeist, Bonusschaden. Ja, dann gib mir was zu fressen, Alter. Ja, okay, gib mir was zu fressen. Ja, Sekunde, mein Video ist gleich durch. Wenn es eine Chance gibt, beim Angreifen Eile zu erhalten. Ruf ein Geist, aber der Verbündete halt. Befehlt dem Geist, eure Verbündeten in der Nähe wieder zu beleben und zustimmen zu halten. Ach du Scheiße, ist ja geil. Geist der Natur ist super. Das heißt, ich werde wahrscheinlich erstmal Geisterausbildung bei den Kernfähigkeiten erstmal ein bisschen vorantreiben. Machen wir mal zwei Stück. Und jetzt behalten wir mal, dass wir gleich mal irgendwas. Was können wir als erstes mal machen hier? Mit dem ersten Schlag nach Kampfeintritt bewirkt ihr Verwundbarkeit. Verwendet Siege der Wildnis, wenn eure Lebenspunkte unter der Schwelle. Achso, automatisch, das ist natürlich cool. Fügt Gegnern Verkrüppelung zu, die ihr trefft, während sie sich unter der Lebenspunkteschwelle befindet. Nice. Wie gesagt, das musst du nicht auswählen, das ist dann automatisch irgendwie mit dabei. Wie gesagt, das erkläre ich dann später nochmal. Ich verwende Wut, Macht und Eile. Tiergefährte haben Eröffnungsschlag. Die Aktivierung des Sieges gewährt euch einen Tiergefährten Macht. Siege werden schneller Tier erhöht. Schaden bei maximaler Ausdauer. Erhaltet bei der Unterbrechung eines Gegners einen Gelegenheitsangriff. Eröffnungsschlag oder ein kritischer Treffer. Hier in einer Tiergefährte richtet bei Kampfunfähigkeiten und Bewegungseinschränkungen Gegner einen erhöhten Schaden zu. Erhaltet Öffnungsschlag zurück, wenn ihr Mut erhaltet. Öffnungsschlag richtet mehr Schaden an. Schneller als der Wind, während ihr einen langen Bogen führt, ist eure Angriffsgeschwindigkeit erhöht. Und eure Pfeile sind durchbohrend. Okay. Scharmützel. Erhaltet Eile beim Waffenwechsel. Ja, wahrscheinlich mit tödlichen drei Bündnisursachen. Elan. Feindlosen Segen und Zustände. Erhaltet Wut und Waffenwechsel im Kampf. Erhöht die Position von Verbündeten in der Nähe, Chance Projektile zu zerstören. Gefährdet. Tier, Taktik der Jägers, erhöht kritische Schläfer, während hinten oder von der Seite angreift. Beim Waffenwechsel wird die nächste Waldläufer verfehlt, die muss schon wieder aufgeladen. Schnell und wirklich, bla bla, haltet Lebensmittel, boah, nicht so Gottes Ware. Ausdauerregeneration, okay. Ihr schafft schlammiges Terrain, wenn ihr Sturzschaden erleidet. Bei Sturz erleidet ihr weniger Schaden. Die Nation, wenn ihr mit Blutung erleidet. Diese erhöhten Schutz, wenn ihr alles erleidet. Ja, Naturmagie? Ach du Scheiße. Schaden erleidet, solange ihr euch unter der Lebenspunkteschwelle befindet. Cool, ich krieg Leben zurück, wenn ich unter der Lebenspunkteschwelle. Okay, das ist natürlich sinnvoll. Ihr und euer Tiergefährte richtet so pro Segen, der auf euch wirkt, mehr Schaden auf. Ich kann halt bla bla. Die nächsten Tiergefährten werden geladen. Ja, was hat denn Tierbeherrschung hier? Okay. Hast du es oder was? Nein. Das ist super. Komm, drei Wolken. Dann machen wir so lange, bis du das fertig hast, damit wir in der nächsten Folge direkt durchstarten können.
Also entweder werde ich Schießkunst erstmal machen und dann gehen wir weiter. Ich bin auch Level 90. Level 90? Keine Ahnung. Ich bin schon wieder müde. Letzte Sehenswürdigkeit, so, Aussichtspunkt. 5 von 5. Yay, ich bin begeistert. So! Unentdeckte Sehenswürdigkeiten. Wie komme ich da hin? Bright Eyes. Hä? Ich will einen Wegpunkt. Wisst ihr, Leute, wie er vorarbeitet? Macht schon die ganze Map fertig, ey. Salut, Leute. Du läufst immer vor. Du warst ein Level vor mir, Alter, das habe ich dir auch letztens schon erklärt. Das war der Heuschnupfen, da bin ich gar nichts. Doch, hab einfach keinen Heuschnupfen. Soll ich das ja aussuchen, ne? Ja. Also hab ich so, bevor ich geboren war, so in der Charakterstellung ausgewählt. Richtig. Kernspezialisierung. Heuschnupfen. Aufzug. IBAN, nee, ich wollte die Quest nicht. IBAN? Bitte? Wer ist in IBAN? In U-Bahn. Oh, DIBA. Scheinwerbung! Huh! DIBA, DIBA, DU. La, 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 la. DIBA, DIBA, DU. Du nicht, sonst kannst du singen. DIBA, DIBA, DU! Empfindliches Mädchen. Du? Ja. Alle Wegpunkte! Oh Mann, das ist cool. So, das hat uns jetzt viel weitergebracht, so irgendwie so 0 cm. Jetzt mal ohne Witz, wo ist das? Ohne Witz, ich habe keine Ahnung. Macht mich leicht aggressiv. Sief, Digga, sief, Digga. Ich mach das Boss bitte. Ach stimmt, ich hab schon total vergessen. Dass du nichts kannst? Nee, dass die Aufnahme immer abbricht, wenn ich ein anderes Gebiet gehe. Ach, du Lappen. Dein Keks, Junge. Was für ein Keks? Weiß ich nicht. So, ich geh jetzt einfach mal diesen Teleporter hoch. Aha! Das habe ich mir schon gedacht. Jo. Fuck. Anscheinend bin ich jetzt auf der Ebene, wo die unentdeckten Sehenswürdigkeiten sind. Auf der Ebene zumindest sind wir schon mal. Also wir müssen schon mal einteilen.
Das bringt mir herzlich wenig. Da bin ich falsch. Huch. Huch. Boah, dieser scheiß Weg. Kannst du das sehen? Alter. Leute, ihr seht es, ich versuche es, aber ich finde es einfach nicht. Oh, die Abo. Der Mutter, Alter. Bam. Was ist da hoch? So, der eine befindet sich genau hier und der Pfeil zeigt immer nach. Nach Norden. Das vermute ich mal hoch. Aber ich war schon eben gerade ganz oben. Wie ganz oben muss ich noch? Und eben gerade war ich auf der mittleren Ebene. Und das ist nicht ganz oben. Hier war ich auch schon drin in der Instanz. Ne, Instanz? Instanz. Was? Incest? Ja, Inzest. Genau, Zanduba, Inzest. Ganz viel. Spaß für die ganze Familie. Das glaube ich irgendwie. Die Hochzeit gestern war ein Spaß für die ganze Familie. Scheiß Fliegen! Klatsche-Eier. Hab ich gerade schon. Ich muss ja zeigen, wer der Mann im Haus ist. Ja, von mir aus. La 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 la. Sag mal, bist langsam. Wir haben schon 3 Minuten wieder drüber. Knapp. Ja, noch ein bisschen. Ja, noch ein bisschen. Let's go. Schnauze. Das kannst du am Kopf hacken. Schon wieder? Wieso haben sie alle diese hässliche Perücke auf? Das ist irgend so ein spezielles Pay-to-Win-Item. Ja. Oder ist es halt das irgendwie... Hier. Ach, jetzt weiß ich, wo ich noch nicht war, glaube ich. Scheiße, wie komme ich denn da hin? Fliegen. Wie komme ich jetzt nochmal dahin, wo ich nicht hin darf? Bei den ganz großen Tieren ist da irgendwie noch was. Da muss ich doch... Ja, das kann ich nicht, ein bisschen Level ab. Tja, Smio, Alter, wo war denn das nochmal? Das war doch bei diesen... Das war doch bei diesen ja, bei diesen ganz hohen Biestern, wo ich normalerweise nicht hin durfte. Also mit meiner Nyra Hexdämon war ich schon mal da und da durfte ich noch nicht, da hat man mir gesagt, dass ich nicht rein darf, weil ich noch nicht hoch genug bin, vom Rang her. Aber es hat mir sein Level up halt. Mein Zebra hat auch ein Level up, das ist schön. So, Kommandokern bin ich jetzt erstmal kurz drin. Na, hier war ich nicht, glaube ich, noch nicht drin. Muss ich hoch. Eigentlich will ich nicht zur schwarzen Zitadelle. Hier darfst du mich noch gar nicht hin, mit so einem niedrigen Rang, den man hat. Aber ich will die Sehenswürdigkeiten haben.
Größte! Metzklinger. So, Eisentribunenquartier, jetzt haben wir es doch. Hey, ihr seid keine Eiserne. Eiserne. Achso, denkt ihr darüber nach, zu besseren Legion zu wechseln? Nur ein Scherz. Eure Tribune würde mir mit Sicherheit das Fell über die Ohren ziehen. Über den Kopf ziehen. Entschuldigung. Wenn ihr Fragen habt, sprecht mit Herakus. Herakuli? Darauf könnt ihr euch verlassen. Ihr schleicht doch nicht hier rum, richtig, Soldatin? Was hat ein Ascheschatten hier auf dem Territorium der Eisen zu schaffen? Ich schätze, ich bin nur neugierig, also ist euer Tribun so. Der Tribun ist ein guter Anführer und ein brillanter Erfinder. Außerdem ein Nachbar des legendären Drup Netzelzahn. Aber im Organisieren ist er eine Katastrophe. Es ist das reinste Chaos. Und Smodor, der Unverzagte? Smodor hat einen Imperator recht interessanten Idee. Einige sagen sogar gefährlich. Ich würde sagen, was immer uns von dämlichen Kämpfen abhält, ist der richtige Weg. Gut zu wissen. Okay. Mein Fuß ist eingeschlafen. Ich gefliegt? Nein, gefallt. Ich gefallen! So, wo war denn der Typ, der uns rausgeschmissen hat, weil wir eigentlich noch gar nicht hingehören? Hier, das war der Typi. Ihr gehört nicht hierher, Char. Verschwindet, bevor ich eine Wache rufe. Oder noch besser, euch selbst rauswerfe. Ich gehe ja schon. Schon weg, tut mir leid. Seht ihr, wir dürfen mich nicht hier sein. Dementsprechend werden wir jetzt... Ja, es kostet mich 12 Bronze oder Kupfer gedöns. So, okay. Schwarze Zitadelle fertig. Und wir haben eine Truhe bekommen. Eine Transmutationslagerung und 1145 Erfahrungen und so. Komm jetzt her! Ich werde jetzt die Instanz betreten in der nächsten Folge. Wir haben schon wieder 7 Minuten Überlänge. Dann kannst du die Folge beenden und ich freue mich währenddessen dann. Okay. Ja. Gut, meine Chicos und Chicas da draußen und die Zuschauer von Xandura. Ich bedanke mich in seinem Namen und im Namen von Pavol, dass ihr zugeschaut habt. Und hoffe, dass wir uns irgendwann mal online sehen. Tschüss!